Sie warten darauf, dass es losgeht bei ERZ-TV Kompakt. Hier sind die Themen am Mittwoch. Am Ofen. Aktionstag des Vereins Backhaus Schlema. Am Ufer. Schadensbeseitigung am Schwarzwasser. Am Ende. Hundeschwimmen zum Abschluss der Freibadsaison. Glück auf. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Kino? Gestern? In den Sommerferien? Vor ein paar Monaten? Oder können Sie sich gar nicht mehr daran erinnern? Vielleicht haben Sie ja Ihren ersten Kuss im Kino bekommen. Das würde man dann sicher noch ganz genau wissen. Der Begriff Kino ist laut Wikipedia eine Kurzform der ins Deutsche übersetzten Bezeichnung für die Erfindung der Gebrüder Lumière. Die nannten ihr Gerät Kinematograph. 1895 wurde im Berliner Wintergarten der erste kommerzielle Film weltweit aufgeführt. Bis in die 1920er Jahre entstanden in den Großstädten Kinopaläste. In der Regel waren die den Theatern und Opernhäusern nachempfunden. 1926 kam der erste abendfüllende Spielfilm mit Ton zur Aufführung. Seit den 1930er Jahren war das Kino als Unterhaltungs- und Bildungsinstitution vor allem in den Städten der Welt etabliert. Und mit diesem Exkurs in die Geschichte kommen wir nun zu den Nachrichten. In Burkhardsdorf wird das Kino Scala verschwinden. 1927 erbaut, war es bis Mitte der 1990er Jahre in Betrieb. Anschließend wurde das Gebäude als Veranstaltungsstätte und zuletzt als Lager genutzt. Für das Objekt gab es immer mal wieder Interessenten, eine Übernahme scheiterte jedoch meist an den finanziellen Aufwendungen, erklärt Bürgermeister Jörg Spiller. Am Ende kaufte der ökumenische Schulverein das Gebäude für 37.500 Euro, da es in der Grund- und Oberschule an einem größeren Speisesaal, einer Aula sowie Fachkabinetten mangelt. Pläne zur Sanierung des Scala-Gebäudes wurden verworfen, es wird einem Neubau weichen. Deutschland wählt am 26. September. Anlässlich der Bundestagswahl organisiert die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung jeweils zwei Wahlforen in allen 16 sächsischen Wahlkreisen. Kommenden Freitag, 19 Uhr, stellen sich im Pressezentrum Sachsenring in Hohenstein-Ernsthal die Direktkandidaten des Wahlkreises 163 Chemnitzer Umland Erzgebirge II der Diskussion. Der Veranstalter entschied sich, die Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten aller im Bundestag und Sächsischen Landtag vertretenen Parteien mit Fraktionsstatus zu den Wahlforen einzuladen. Für eine Teilnahme gelten die aktuellen Corona-Regeln. Einlass ist ab 18 Uhr. Weitere Informationen und alle Termine finden Sie unter www.slpb.de/Wahlforen. Auf der B101 werden im Schwarzenberger Stadtteil Neuwelt Ausbesserungsarbeiten auf der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei des Landratsamtes Erzgebirgskreis durchgeführt. Aus diesem Grund wird vom 8. bis voraussichtlich zum 10. September die Bundesstraße ab der Kreuzung Schneeberger Straße bis zum Abzweig Auerstraße zur Einbahnstraße. Ebenfalls als Einbahnstraße ausgeschildert wird die Auerstraße. Das heißt, der Verkehr in Richtung Aue fließt wie gewohnt. Der Verkehr der Gegenrichtung wird über die Auerstraße zur Schneeberger Straße und wieder zur Straße der Einheit geführt. Einen neuen Anblick bietet das linke Ufer des Schwarzwassers in Schwarzenberg. Zwischen dem Neustädter Hof und der Holzbrücke werden durch die Talsperrenverwaltung Sachsen Schäden beseitigt, die durch die Hochwasser der vergangenen Jahre entstanden waren. In einem ersten Bauabschnitt im Sommer 2020 wurde zunächst die Uferböschung unter anderem durch Buhnen gesichert. Ein Teil der Böschung war im Bereich der Löschwasserentnahmestelle abgebrochen und hatte das Auflager der Böschungstreppe mitgerissen. Außerdem wurde an verschiedenen Stellen das Ufer unterspült.
In diesem Jahr werden die letzten Schäden behoben, unter anderem durch den Einbau einer Kreinerwand in ingenieurbiologischer Bauweise. Diese Art der Stützwand besteht aus einer Gitterstruktur aus Holz, die mit Schotter gefüllt und begrünt wird. Ziel der Bauarbeiten ist es auch, den Fluss und die Ufer ökologisch vielfältig und nachhaltig zu gestalten. Die Arbeiten kosten rund 240.000 Euro. Unerklärliche Querrisse auf dem Radweg beschäftigen in Annaberg-Buchholz nach wie vor das städtische Bauamt. Nun konnte ein Termin mit einem Baustoffprüflabor organisiert werden, das Bohrkerne auf dem Radweg entnimmt. Am Donnerstag kommt es deswegen zwischen 9 und 16 Uhr zu Einschränkungen in der Nutzung des Radweges im Bereich der alten Karlsbader Straße und der alten Poststraße. Im Bereich der Entnahme ist es ratsam, vom Rad zu steigen. Ziel der Maßnahme ist es, die Ursache der Querrisse festzustellen, um aktiv dagegen vorgehen zu können. Der Kreis der sogenannten Botschafter des Erzgebirges ist um 3 Personen gewachsen. Der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, würdigte die Unternehmerinnen Christine Popella und Ina Riedel sowie Unternehmer Henry Sobirei offiziell als engagierte Fürsprecher der Region. Die Liste der aktiven Erzgebirgsbotschafter zählt damit 131 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport. Christine Popella ist Inhaberin der Firma Popella Genusshandwerk. Kleiderwahnsinn heißt das Unternehmen, das Ina Riedel im Jahr 2007 gründete. Henry Sobirei ist Geschäftsführer der Nickelhütte Aue GmbH. Im Stolberger Marienpark startet eine neue Veranstaltungsreihe. In der Zeit vom 9. bis zum 19. September lädt die Stadt Stolberg erstmalig zu Park-Rendezvous ein. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag werden verschiedene Gastronomen mit leckeren Speisen und Getränken aufwarten, die bei dezenter Hintergrundmusik genossen werden können. Höhepunkt wird eine urige Almhütte sein, die mit rustikalen Sitzplätzen zum Verweilen einlädt. Dazu gesellen sich punktuell Musiker aller Couleur und Genres auf einer Livebühne. Der Eintritt ist frei. Insgesamt 84 Hunde eroberten zum Saisonfinale das Freibad in Annaberg-Buchholz. Das waren 21 Vierbeiner mehr als bei der Premiere im Vorjahr. Das von den Stadtwerken Annaberg-Buchholz veranstaltete Hundeschwimmen war damit ein echtes Highlight. Den Eintritt von insgesamt 168 Euro spenden die Stadtwerke Annaberg-Buchholz komplett dem Tierheim Neuamerika für den dringend benötigten Umbau des Hauptgebäudes. Auch die aufgestellte Spendenbox wurde von Frauchen und Herrchen reichlich gefüllt. So durften sich die Mitarbeiter des Tierheims über weitere 524 Euro freuen. Ab Freitag ist wieder Eishockeyzeit im Wolfsbau Schönheide. Nach fast 9 Monaten Sommerpause trainieren die Schönheider Wölfe seit gut 3 Wochen. Am kommenden Wochenende finden nicht nur die ersten beiden Testspiele statt, sondern es steht auch die offizielle Mannschaftsvorstellung auf dem Plan. Die erfolgt erneut zum Familienfest der Freiwilligen Feuerwehr Schönheide. Los geht's am Freitag um 19.30 Uhr mit dem ersten Vorbereitungsspiel der Saison im Wolfsbau gegen die Ice Dogs vom EV Pegnitz. Einen Tag später feiern die Sportler mit beim großen Jubiläum 160 Jahre Freiwillige Feuerwehr Schönheide. Um 19 Uhr wird sich das Team um Trainer Sven Schröder zur offiziellen Mannschaftsvorstellung präsentieren. Am Sonntag öffnen sich wieder die Türen im Wolfsbau. Ab 17 Uhr werden die EHC Bayreuth Tigers empfangen. Beide Testspielgegner starten in dieser Saison in der Landesliga Bayern und werden mit Sicherheit ein erster guter Gradmesser für die Erzgebirger sein. Nach dem Erfolg seines Debüts Toter Schacht ist im August 2021 mit Kaltenheide der zweite Erzgebirge-Krimi von René Seidenglanz erschienen. Erneut verknüpft der Autor die pralle Geschichte des Erzgebirges mit einem spannenden Kriminalfall zu einem außergewöhnlichen Roman. Am 10. September um 20 Uhr besteht im Annaberg-Buchholzer Salon Kunstcafé und Bar auf dem Annaberger Markt die Gelegenheit, Buch und Autor persönlich kennenzulernen.
Zur Premierenlesung stellt René Seidenglanz erstmalig sein neues Buch in der Region vor. Die Gäste erleben eine Lesung mit Buchbesprechung, Signierstunde und Empfang. Kaltenheide ist im Kölner Emons Verlag erschienen und überall im Buchhandel erhältlich. Sprüche aus aller Welt. Wer den Flüssen wehren will, muss die Quellen verstopfen. Aus Deutschland. Jugend schmückt den Leib, Reichtum das Zimmer. Aus China. Ich will jetzt noch einmal auf das Thema Kino zu sprechen kommen. Denn wer heute in sein Kino will, der kann täglich unter mehreren Filmen auswählen. Meist muss er dafür aber ein ganzes Stück fahren. Früher war das noch anders. Da gab es in der Regel auch in den kleineren Orten einen Saal, in dem zu einer bestimmten Zeit ein Film gezeigt wurde. Gerade im ländlichen Raum war das Kino auch nicht die ganze Woche über geöffnet. Da gab es den wöchentlichen Kinotag oder auch zwei oder drei Kinotage. So wie Freitag zumeist der Badetag war. Und dann gab es in vielen Familien auch noch den Backtag. Der Ofen heiß, der Teig ist gar. Wir backen, wie es früher war. Der Verein Backhaus Schlema wurde seinem Anliegen am vergangenen Sonnabend wieder mal gerecht. Bei einem öffentlichen Backtag herrschte von 11 bis 17 Uhr Hochbetrieb. Für die Vereinsmitglieder hatte der Aktionstag indes schon viel früher begonnen. Bis man die Gäste empfangen und mit schmackhaftem Backwerk erfreuen konnte, gab es einiges vorzubereiten. Wie andere Vereine auch, musste der Verein Backhaus Schlema seine Aktivitäten in diesem Jahr bisher weitestgehend einstellen. Daher kribbelte es bei den Backenthusiasten sprichwörtlich in den Fingern und in der Nase. Vermisst wurden der Duft nach frisch gebackenem Brot und Kuchen. Man sehnte sich nach dem heißen Platz am Ofen in der vereinseigenen Backstube. Zum gewohnten Termin am ersten Sonnabend im September meldete sich der Verein Backhaus Schlema mit einer öffentlichen Backveranstaltung zurück. Brote und Kuchen kamen aus dem Ofen und wurden den zahlreichen Gästen zum Kauf angeboten. Seit über zwei Jahrzehnten gibt es den Verein Backhaus Schlema. Das Vereinsziel zur Gründung? Die mehr als 5000-jährige Geschichte des Brotbackens bewahren und die altdeutsche Backtradition pflegen. Das soll darüber hinaus Interessierten vermittelt werden. Bis heute hat sich an diesem ehrgeizigen Ziel nichts geändert. Zwei weitere Backtage soll es im Backhaus in Bad Schlema bald noch geben. So zur Museumsnacht des Städtebundes Silberberg am 2. Oktober und zum Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge am 17. Oktober. Unsere Wochenserie blickt 20 Jahre zurück. Wenn ich Ihnen sage, welche Filme im September 2001 in die Kinos kamen, ist das bestimmt für manchen ein Aha-Erlebnis.
Am 13. September zum Beispiel war Kinostart für den US-amerikanischen Science-Fiction-Film AI, Künstliche Intelligenz, vom Regisseur Steven Spielberg. Ende September wurde es dann heiß im Kino beim zweiten Teil des Teen-Sex-Comedy-Hits American Pie. Ein neuer deutscher Film war im September 2001 das Gangster-Epos Sass über die Brüder Franz und Erich Sass, ein berühmtes deutsches Verbrecherduo der 20er Jahre. Als Schauspieler waren unter anderem Ben Becker, Jürgen Vogel und Henry Hübchen mit dabei. Und was war damals eigentlich im Erzgebirge los? Im September vor 20 Jahren. Abgeschlossen war die Rekonstruktion des Turnhallenkomplexes und des Internats im Erzgebirgsstadion Aue. Ende September 2001 wurde das Objekt nach rund einjähriger Bauzeit übergeben. In die Kosten von insgesamt 4 Millionen Mark teilten sich der Freistaat Sachsen, der Landkreis Aue-Schwarzenberg, der FC Erzgebirge und die Stadt Aue. Originalton damals: Das Geld ist gut angelegt. Die Region verfügt mit der Anlage über einen modernen Sportkomplex, der zum einen dem Verein bei der Nachwuchsarbeit, zum anderen aber der Öffentlichkeit für den Breitensport zur Verfügung stehen soll. Ganz großes Kino, sagt man gerne mal, wenn man von etwas beeindruckt ist. So hoch wollen wir unsere Sendung aber gar nicht anbinden, aber das ein oder andere Mal dürfen Sie sich auch bei uns über beeindruckende Bilder und Nachrichten aus dem Erzgebirge freuen. So auch morgen wieder. Bis dahin, Glück auf!